Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute mal wieder ein Video von uns. Wir sind zu Besuch bei unserem Sohn in Arnheim. Unser Sohn hat heute Geburtstag. Ja. Und jetzt sind wir in der Rooftop Bar, im Ibis Hotel. Ibis Style Hotel in Arnhem. Ich stehe mal auf. So hat man einen ganzen Überblick über die ganze Stadt. Ja, das ist auch ein Hotel. Die haben auch eine Rooftop Bar oben drauf. Es soll ein 5-Sterne-Hotel sein. Gebe ich mal so weiter. Bei einem schönen Sonnenuntergang am Zentralbahnhof in Arnhem. Das waren mehr. Und wir sitzen immer noch hier. Mittlerweile ist es 9:45 Uhr. Herrliche Temperatur. Ja. Ist angenehm. Ja, morgen machen wir einen Ausflug mit Sven zum Bürger zu. Der ist ja hier in Arnhem. Und dann nehmen wir euch auch mal ein Stück mit. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu leise. Ich wiederhole das nochmal, falls ihr das nicht gehört habt. Okay. Mache ich ja gerne. Ich wiederhole gerne. Oder Quatsch ins Wort. Ist ja ein Hobby von mir. Ein Rentner muss ja auch ein Hobby haben. Ja, wie gesagt, morgen hat Marius schon gesagt, wir suchen mal nach langer Zeit den Bürgerzug. Wenn man schon mal hier ist, muss man die Stadt hier auch mal nochmal gönnen. Ne? Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Schmetterlinge gucken und Fischkes. Ja. Was sich die Rentner alles erlauben können. Fantastisch. So, die Musik ist mal wieder zu laut. Die wird sowieso wieder rausgeschmissen, denke ich mal. Also, wir sehen uns dann zur späteren Stunde wieder. So, und jetzt sind wir wieder am Hotel angekommen. Holiday Inn Express. Oh, die ist nicht mehr ganz vollständig, aber ja, aber da steht's. Oh, jetzt ist es natürlich schon wieder ruhig. Das ist jetzt um die 11 Uhr. Wenn jetzt auch mal gleich ins Zimmerchen gehen, morgen früh wieder früh aufstehen. Also bis morgen früh. Ja, jetzt sitzen wir hier noch auf dem Treppchen vor dem Hotel. Das ist richtig tolles, tolles Wetter. Tolle ja. Temperaturen ja, auch, ja. Angenehm. Ja. Viele junge Leute unterwegs in Arnhem. Sehr viele. Sehr viele. Ja. Auch viele englischsprachige junge Leute. Erinnert so ein bisschen an Amsterdam, weil da ist ja auch eigentlich ziemlich viel los. Auch von jungen Leuten, die aus, ja, aus England oder was weiß ich, Frankreich. Ja, überall, und überall aus der Welt. Ja, ja und wie gesagt, da hier merkt man halt, hier pulsiert das Leben. Ne? Ja. Aber es ist schon abenteuerlich. Also wir sind ja von Deutschland aus mit dem Navi gefahren, klar. Und dann habe ich erst das Navi aus dem Auto genommen. Und hier in Arnhem wollte ich dann über Google Maps fahren. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe eine alte Karte drin, die ist von 23.
Ich meine, gut, hier in der Stadt ändert sich nicht viel, da sind die Straßenführungen immer die gleichen. Aber ich wollte trotzdem auf Google Maps, weil das ist natürlich aktueller. Aber das Ding ist total durchgedreht. Ich bin hier einmal in der Einbahnstraße rein und dann war da eine Baustelle und dann sind wir dreimal um die Baustelle gefahren. Ja. Und dann kamen wir dann in die Innenstadt rein. Und da ist natürlich einiges los mit Bussen und mit Fahrradfahren und. Oh. Und die haben so die verkehrsberuhigten Straßen, wo halt die Fahrradfahrer auf Deutsch gesagt Vorrang haben. Und ja, dann darfst du da zwar auch mit dem Auto rein, dann siehst du an den Pfeilen, die auf der Straße sind. Aber, oder wenn da halt vor dir ein Auto fährt. Aber das ist unheimlich irritierend, weil das rote Pflaster ist ja eigentlich sehr präsent, ja, in deinem Wehen, in den Arnhem. Und da weiß man jetzt nicht, darf ich da reinfahren oder darf ich nicht reinfahren. Also das ist so ein bisschen. Ja, da drüben ist ja auch typisch. Ich spooky. Meine, das wird meine, ich meine die Fahrräder. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist riesen. Da sind drei Ständer nur mit Fahrrädern. Und ja, und jetzt dann haben wir den Wagen haben wir hier abgestellt, dann sind wir dann zu dem Rooftop hingegangen, zu Fuß. Das sind ungefähr von hier aus 400 Meter. Ja. Kann man gut laufen, sag ich mal. Ja. Ja. Ja, machen wir noch so ein kleines Sightseeing vor unserer großen Fahrt. Ne? Ja. Ja, wir hatten einen schönen Abend. Ich hatte alles soweit vorbereitet, zu Hause gekocht, einen schönen Nachtisch gemacht und Sven hat sich unheimlich gefreut. War ein schöner Nachmittag, ein toller Abend. Wir haben viel geredet und haben jetzt uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Also ja, jetzt Auge in Auge, nicht ja, über Kamera oder ja, wir so. Wir hören uns ständig. Wir hören uns ständig, aber halt nicht live. Ne? Ja. Ja. Ja, und Sven hat dann halt auch so ein bisschen gefragt, wie ist das denn jetzt und was habt ihr denn vor und mit Spanien? Und man hat euch angemerkt, ihr fühlt euch sehr wohl und ja. Dann haben wir auch so ein bisschen ausgetauscht und auch so die, ich sag mal, die negativen Sachen mal angesprochen, wie jetzt leidiges Thema Steuern halt. Und ja, ich fand aber den Ausspruch unheimlich toll von unserem Sohn. Mir ist am wichtigsten, dass ihr glücklich seid und dass es euch gut geht. Und, ja, ich sag mal, hat mich schon sehr gefreut. Ja. Das jetzt nicht so, ja, und ihr wollt dann weg und finde ich nicht gut, gar nichts in der Richtung. Nee. Oder, Schatz? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, und ich sag mal, ich bin auch froh, dass wir jetzt die Tour gemacht haben vor unserer großen Fahrt. Bisschen haben wir ja noch, aber nicht mehr lange, ja, bis wir dann nach Spanien fahren. Und aber war schön. Morgen, wie gesagt, freue ich mich auch drauf. Wird hoffentlich auch ein schöner Tag. Und dann fahren wir gegen Nachmittag, was haben wir gesagt? 15:30 fahren wir dann wieder nach Hause. Zurück. Ja. Und wir hoffen, dass wir nicht so jetzt die Hinfahrt über dreieinhalb Stunden oh, mit dem Rumigurki hier in der Stadt. Ja, und der Stau, ja, ne? Ja, wir und waren der Stau, unheimlich ja, im Stau. Normal fährst du bis hier, wenn normaler Verkehr ist, so eine Stunde, 50 Minuten. Ja. Ja. Aber das war heute schon kräftig. Und morgen wollen wir dann halt gucken, dass wir noch vor dem wenn der Berufsverkehr wieder eintritt, hier zumindest aus der Achse Arnhem, Nijmegen rauskommen, dann wird es ein bisschen ruhiger, weil da kreuzen sich einiges an Autobahnen und da ist dann schon viel Verkehr. Ja, aber dann kommt Duisburg nochmal. Ja, da ist auch so ein. Ja, da müssen wir mal gucken, weil da ist auch eine Großbaustelle jetzt momentan auf der Autobahn, ob wir dann nicht umfahren, muss ich mal gucken, ob wir dann, aber du hast dann keine große Möglichkeit, ja, da ja, zu umfahren, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja, müssen wir gucken, wir werden überleben. Jetzt sind wir erstmal hier.
Ja, und wie gesagt, man muss sich einfach auch. Ja, aber da müssen wir müssen ehrlich sein. Da müssen wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Ja, uns hängt nicht die Zeit im Nacken. Wir müssen nicht morgen früh aufstehen, arbeiten. Und ja, wie gesagt, wenn man das aber immer als Last empfindet, das kann ist man mir nicht heute genießen. Noch mal so klar kann geworden. Man nicht genießen. Kann man nicht genießen. Nein. Und die Zeit mit unserem Sohn, die war jetzt einfach wichtig und die war auch toll. Und das soll man auch einfach mal so stehen lassen und nicht so lange fahren. Ja, vor allen Dingen, Geld steht immer im Vordergrund und alles kostet, ne? Klar. Ja. Hotelübernachtung und Parkplatz und hin und her. Ja, aber scheiße. Naja, für eine Nacht, weil Parkplatz ist hier Gold wert, weil hier ist nichts. Hier sind alles Mit Parkschein, ne? Ja, Fahrradstraßen oder halt auch mit größere Parkautomat. Parkautomat. Ja. Und da bezahlst du eine halbe Stunde auch schon 2 Euro, ne? Ja. So, und da kannst du nicht das Auto ganze Nacht stehen lassen. Das ist verrückt, das ist Wahnsinn. Ja, aber hier vom Hotel, die wollen auch 25 Euro, ne? Ja. Die bist du dann, aber das, wie gesagt, das rechnet sich allemal. Und du hast ihn dann auch abgeschlossen, ne? Der ist da in Sicherheit, sag ich mal. Genau. Ja. Ansonsten würde ich sagen, für heute ja, reicht das erstmal. Machen wir erstmal Schluss und dann nehmen wir euch morgen mal kurz mit. Ja. In den Bürgerzoo. Wem es interessiert, es sind ja auch viele, die sind gegen Zoos. Aber, ja, aber der ist eine andere wirklich, Art von Zoo. Aber der ist wirklich schön. Ich weiß nicht. Vielleicht sind einige noch nicht da gewesen und lassen sich vielleicht mal inspirieren, da auch mal hinzufahren. Ja, und die da waren, die wissen, was wir damit meinen. Also, bis morgen in alter Frische. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.